hoch 3. Wir möchten Ihnen hier zeigen und demonstrieren, dass keine Chance im Alltag auf unsere Schüler der K3-Klasse nicht zutrifft. Ja? Ich möchte ganz besonders Bürgermeister Ernst Rudi begrüßen, die Frau Selma Seile, den Herrn Biermeier und den Herrn Rüwitzer vom Ministerium. Dank vielen Teilnehmern an diesem Projekt, vielen Betrieben, die das Projekt unterstützt haben, ist uns eben gelungen, den Schülern Chancen im Alltag zu geben. Nicht keine Chance, nicht nur eine Chance. Nein, eigentlich jeden Tag haben die Schüler eine Chance bekommen, sich zu entscheiden, schreibe ich die Bewerbung, schreibe ich sie nicht, nehme ich die Hilfe der Personen, die mir helfen wollen, an. Die meisten Schüler haben ihre Fähigkeiten, ihre Möglichkeiten ausgeschöpft, haben die Hilfe von uns angenommen und haben zum Dank für ihren Ehrgeiz, für ihre Arbeit zum Schluss auch ein schönes Schreiben in die Hand bekommen, das Lehrvertrag heißt. Wenige Schüler musste man immer wieder ein bisschen anstoßen. Wir mussten sie immer wieder unterstützen, immer wieder helfen, im Prinzip sich selbst zu helfen. Ja, es dauert manchmal, bis sie ihre Chancen nutzen, aber nur dann, wenn die Schüler wirklich erkennen und merken, dass sie selber ihre Fähigkeiten erkennen müssen, an ihnen arbeiten und dann im Alltag umsetzen, haben sie auch die Möglichkeit, sich dann im Alltag in ihrer Lehrstelle zu beweisen. Wenn Sie durch den Container gehen und sich die Ausstellung anschauen, werden Sie sehen, dass in diesem Jahr sehr viele Projekte mit den Schülern bewerkstelligt worden sind. Ganz wichtig bei allen Projekten ist die Nachhaltigkeit. Die Projekte, die Sachen, die wir mit den Schülern erarbeitet, gestaltet haben, sollen einen dauerhaften Wert haben, damit auch noch Menschen Jahre später sich daran erfreuen können, an diesen Sachen, die wir hier gemacht haben. Ob das der Traktor ist, der Käfer, hinten sehen wir mittelalterliche Spielgeräte, die wir für ein Stadion drin gebaut haben, Buden, die man mieten kann. Alle Sachen haben einen dauerhaften Wert. Die Schüler können zu Recht mit Stolz sagen, das haben wir gebaut, und viele andere Menschen können sich jahrelang daran noch erfreuen. Auch so Sachen wie Skatering, da freuen wir uns. Das sieht man bloß nicht mehr so lange, da werden wir nachher wahrscheinlich kräftig uns an dem Buffet laben und uns daran freuen. Aber auch das Schülercafé ist eins der Musterprojekte hier, die seit Jahren laufen, wo jeden Tag mittags für Schüler und Lehrer gekocht werden und Veranstaltungen mit Cannabis und schönem Sektempfang gestaltet werden. Kooperationen, Kompetenzen, Kontakte. Kooperation. Freut mich sehr, dass wir so viele Kooperationspartner in diesem Projekt finden konnten und hoffe, dass wenn in den Folgeprojekten wir weitere Kooperationspartner finden, die uns genauso gut wie dieses Jahr unterstützen, um gemeinsam die Schüler voranzubringen. Kompetenzen. Die Schüler haben sich einige Kompetenzen aneignen können in diesem Jahr. Sozialkompetenzen, handwerkliche Kompetenzen, die ihnen stark geholfen haben, sich auf dem Lehrstellenmarkt durchzusetzen und eine Lehrstelle zu bekommen. Kontakte haben wir bereits geknüpft. Ich hoffe, wir knüpfen heute noch mehrere Kontakte. Kontakte muss man knüpfen und Kontakte muss man auch pflegen. Dafür scheint die Sonne heute wunderbar. Können also hoffentlich, wenn die Regen vorbei sind, wenn der Festakt, uns noch gemütlich zusammenstellen und Kontakte pflegen. Das wäre es soweit von mir. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und gebe weiter an das Grußwort vom Hauptbürgermeister Poli. Herr Scheidel, lieber Sari, herzlichen Dank. Ich freue mich ganz besonders, dass heute ein Vertreter vom Bayerischen Kultusministerium unter ist. Herr Rüwitzer, herzlich willkommen in Kaufbeuren. Grüß Gott, sage ich zur Frau Severa Seile.
Ich grüße auch den Vertreter der Kreishandwerkerschaft, Herrn Kreishandwerksmeister Klauer. Schön, dass Sie heute da sind vom Stadtrat. Darf ich Frau Lauser und Herrn Sobel begrüßen. Ich sage grüß Gott zum Herrn Tinnenbergen, zum Herrn Krebs. Ein ganz großes Grüß Gott für natürlich den Medien. Schön, dass Sie sich der Sache annehmen und darüber berichten werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bringe die Grüße der Stadt Kaufbeuren, verbunden natürlich mit den Grüßen unseres Oberbürgermeisters Stefan Bosse, und begrüße Sie im Namen der Stadt recht herzlich zur heutigen Projektpräsentation K3 Kompetenzen, Kontakte, Kooperationen. Dieses Projekt wird unterstützt durch das Sonderprogramm Xenos vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und der EU. Die Beschäftigung, Bildung und Teilhabe vor Ort fügt sich in zahlreiche Bemühungen der Stadt Kaufbeuren auf diesem Handlungsfeld ein. Kürzlich hat unser Bundespräsident Horst Köhler dazu aufgefordert, unsere Bemühungen in Arbeit, Bildung und Integration zu verstärken. Hier, meine Damen und Herren, sind wir dem Bundespräsidenten ein klein wenig voraus. Die Stadt Kaufbeuren unterstützt bereits seit Jahren durch gezielte Bemühungen und Projekte dieses Ziel. Und an dieser Stelle darf ich mich recht herzlich bei unseren Mitarbeitern, Herrn Riermeier und Frau Moser, bedanken. Ihr leistet hier tolle Sachen. Und was besonders schön ist, wie viele Leute hier immer in ein Boot reinbringen, ist eine tolle Geschichte. Bitte machen Sie weiter so. Gerade dieses Modellprojekt zwischen der Stadt Kaufbeuren und der Gustav-Leutl-Schule zeigt, dass diese Entwicklung erkannt wurde und unter anderem mit diesem Modellprojekt neue Wege begangen werden. Die Bemühungen an dieser Hauptschule sind wichtig für die Schülerinnen und Schüler, für Motivation, um Perspektiven zu geben und ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Mit K3 sehen wir Chancen für die Jugendlichen als Hilfe zur Selbsthilfe und sich mit ihren persönlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten zu profilieren. K3, du hast es bereits angesprochen, Sade, steht für Kompetenzen, die die Jugendlichen erwerben sollen. Kontakte, die über das Projekt geknüpft werden, und Kooperation mit der Wirtschaft, Unternehmen und Schule vor Ort. Darum freut es mich auch, dass Vertreter der Wirtschaft hier sind. Ich habe mich gerade vorhin mit Herrn Filser unterhalten, der gesagt hat, mit seinen Holzarbeiten haben die Schüler bremsen müssen, weil so viel Arbeitseifer da war. Also bitte hier auf Sachte umgehen. Wir wollen, dass das ganze Projekt gesund über die Bühne geht, aber schön, dass ihr so engagiert mitmacht. Teil von K3 ist die Vielzahl von Projekten, die von Schülern zusammen mit Unternehmen durchgeführt werden. Deshalb können wir und insbesondere die Schüler stolz sein, heute die Ergebnisse und Produkte präsentieren zu können. Auch ein anderer Aspekt sollte nicht vergessen werden. Viele Schüler erhielten durch K3 echte Chancen. So konnte eine Vielzahl der Schüler in Ausbildungsplätze vermittelt werden. Ausbildungsplätze, die wieder eine Chance für ihre, aber auch für unsere Zukunft darstellen. Mein besonderer Dank gilt der Schulleitung und dem Projektmanager Herrn Scheidel, und ein ganz, ganz dickes Dankeschön geht an Sie, Herr Ortig. Ohne Sie wäre das Ganze nicht möglich. Und was jetzt zum Schuljahresende alles leisten müssen und hier noch zusätzlich draufpacken und noch Werbung in Berlin für Kaufbeuren mit unserem Losgeber machen, also Hut ab, tolle Leistung, danke Ihnen, Herr Ortig.